Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir reagieren jetzt auf Polizist vs. Verbrecher, Folge 2, Rap Battle, Big Difference, ihr wisst Bescheid. So, das gebe ich hier alles am Anfang. Gerade auch im Rap-Game bin ich ja für das Gesetz zuständig und wer meine Rap-Gesetze bricht, der muss einfach verhaftet werden. Ja, wir sind schon auch von der Polizei weggelaufen, aber kennst du auch, Zeiten ändern sich. Ich bin gerade auch live auf Twitch. Erster Link einfach xmehmet1212 eingeben oder ersten Link in der Beschreibung anklicken, auf das Herz klicken, kostenlosen Follow dalassen, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder live bin. So, würde mich freuen. Ob die Polizei gut ausgestattet ist mit... Bruder, was haben Reezy und Luciano gemacht? Bruder, frag gar nicht. Das ist echt ein geiler Song. Schauen. Ja, auch wenn die mich kriegen, das ist kein Problem. Wann guckst du Icon? Da ist eine Überraschung. Nach dem Video gehen wir in Icon, in die Icon-Reaction. Auch für die Leute, ne, die jetzt auf YouTube zugucken, immer wenn eine neue Icon-Folge kommt, da gehe ich direkt am Abend, an dem Tag, wo die Folge rauskommt, auf Twitch live, weil auf YouTube darf ich erst 48 Stunden später hochladen. Deswegen kommt auf Twitch vorbei und verpasst es nicht. Kann der Polizist mir nichts erzählen. Mach mal bitte gleich an. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass ich dafür da bin, das Rap-Gesetz hier zu hüten. Und sollte der Verbrecher wirklich so schlecht sein, wie ich ihn einschätze, dann wird er auf jeden Fall danach hinter Gittern sitzen. Dafür werde ich sorgen, für Recht und Ordnung. Ich hoffe, du hast beim Battle deine Verstärkung dabei. Okay, das war meine letzten Worte. Hallo Mehmet, hallo, was geht ab? Ich warte jetzt auf meinen Gegner und dann let's go. Was geht, schön, dass ihr da seid. Was geht ab, meine Freunde, herzlich willkommen bei Big Difference. Macht doch mal ab! Genau so will ich das hören und heute Jubel! Ein geisteskrankes Match. Und zwar der Polizist ist zurückgekehrt und der battelt wieder mal erneut einen neuen Verbrecher. Der ist ja am Start und das wird, glaube ich, sehr, sehr Feuer. Und die haben auf jeden Fall Punchlines mitgebracht. Wir sind hier in Kaiserslautern. Bruder, der sieht aus wie von Nesca, ne? Ein bisschen schon. Launch, Karlsplatz 17, ab 18 Uhr für euch verfügbar, kommt alle vorbei. Checkt auf jeden Fall Raigeki ab und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Der Polizist wird beginnen. Let's go! Okay, kannst du ein bisschen lauter machen? Geil. Reagierst du auf Sadio Mané von Bobby? Hab ich schon, Bro. Ist auch auf YouTube online. Hab ich alles Donnerstag nachts. Da war ich live. Bin immer Donnerstag nachts live. Heute gibt's übrigens Schlagstock. Da checken wir dann immer die neuen Releases ab. Big Difference, hier kommt der nächste Star. Du siehst Sterne, wenn die Cops kommen, GTA. Bald ist jede fucking Line, die ich hier schreibe, Kult. Will deine Freundin ficken, dann wird sie die 110. Ich hätte dich längst schon beseitigt. Bist keine Gefahr, sondern ängstlich und peinlich. Heute nehme ich dich fest. Ja, warte mal. Warte mal, habe ich mich da verguckt, oder? Ich längst schon beseitigt, bist keine Gefahr. Ist das nicht Skepta? Von Icon jetzt? Bro, das ist er doch, oder? Kann sein, dass ich mich täusche. Sondern ängstlich und peinlich. Heute nehme ich dich ja? Fest, wer okay. Das Netz mit dabei ist. Ganz egal, wie oft du mich als Fanboy beleidigst. Ja. Du bist ein Hänger, das ist Fakt, shit. Ich bänge deine Mom, chillen rum und saufen Schnaps. Aber mit dir hat sie Unglaubliches geschafft. Die weltweit erste Zeugung aus der Ausnüchterungshaft. Die Gangster dieser Szene, ein Witz. Ihr seid nicht mal mit einem... Guck mal, wie er guckt. Guck mal, wie er guckt. Warte. Er denkt sich so, was redet er da? Ich verstehe kein Wort. Was, Bruder? Was soll ich sagen? Zeugung aus der Ausnüchterungshaft. Die Gangster dieser Szene, ein Witz. Ihr seid nicht mal mit einem kleinen Fünkchen Ehre bestückt. Wer denkt, dass du ein Gangster bist, ist eh nur verrückt. Denn du bringst sogar den Bleistift bei Ikea zurück. Deine Mutter geht zum Bukake-Treff. Fick mal dein verlogenen Zuhälter-Rap. Du hast damals nicht in der Schule gecheckt. Du bist so geistig behindert, bei dir geht Jugendstrafrecht. Reime Scheiße, Texte lame. Ich rappe über Polizeifunk, das beste Tape. Er kassiert ne... Er checkt einfach gar nichts. Ey, hat er überhaupt sich bewegt oder geblinzelt oder irgendwas? Volle Ladung von meinem Pfefferspray und kriegt direkt Flashback zu seinem letzten Date. Bro, Skepta ist der Fleischfresser von Battle Veganerin versus Fleischfresser. Ach, genau. Stimmt. Voll vergessen. Das habe ich sogar, ich weiß nicht, gestern, vorgestern hat es einer reingeschrieben. Starke erste Runde vom Polizist, macht er mal auf! Geisteskrank. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort vom... Ja, die Runde war jetzt nicht stark, muss ich ehrlich sein. Verbrecher. Hi, Mehmet, mein Bruder. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Icon 5 schon geschaut? Nee, noch nicht. Nach dem Video. Ah. Ah, yeah. Check. Check. Ich bin gekommen, um diesen Jungen zu klatschen. Da helfen keine Waffen, keine Hundertschaften. Du hältst dich bei einem Bullen für eine Wunderwaffe. Aber die wollten dich nicht mal in der Hundestaffel. Fatality und schicke dich zurück zur Police Academy. Du hast noch nie ein paar Kilos gezückt. Dass der Hurensohn der Bushido beschützt. Ihr habt meine Geduld gefickt. Ich ticke Gras, vergesst meine Kunde nicht. Lasst auf meine Schulter, bis meine Schultern bricht. 1-1-0 und sie haben eine 0 hier geschickt. Ein Bugatti Phantom mit zwei Rehrschuss, die deine alten schänden. Drohst du mir, wird es für dich kalt am Ende. Kost mit 5 Beamten. Okay, der Bro ist auf jeden Fall kein Rapper. Das hört man auf jeden Fall raus. Der ist auch so, man hört es schon, wie er auf dem Beat auch rappt. Da ist irgendwie gar kein Flow vorhanden, wisst ihr, was ich meine? Deine alten Schänden, drohst du mir, wird es für dich kalt am Ende. Kost mit 5 Beamten, kriegst trotzdem Schläge. Ich muss so krass sein wie Bad Boys, doch sieht doch so wie ein Junkie-Ex-Freund. CS Miami, sie ist ein, du Larry. Du bist einer, der die Penner wegscheißt vor Penny. Check, ich bunker die Kassen und keiner schafft es, diesen Bruder zu fassen. Kommt noch ein, kommt zu deiner Mutter verpassen. Heißt, ich hab bei dir zu Hause eine Spur hinterlassen. Ja, Freunde, ich sag mal so. Ah, war beides für mich jetzt nicht so, wo ich irgendwie so krasse Wow-Effekte hatte. War beides ganz okay. Da fehlt halt die Power, ja. Da fehlt halt die Power. So. Starke erste Runde. Was meint ihr? Big W wegen Fener, Gala auf die 1. Ach komm, geh mir weg, Junge. Ich hab's kurz vergessen und dann kommt er wieder. Wann Icon 5? Nach dem Video, Bro. Und Verbrecher. Alles Gute nachträglich, Brudi. Laser, alles Gute nachträglich. So gut, der Polizist zeigt ihm Respekt auf jeden Fall. Die beiden zeigen sich Respekt. Und jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde, zu der Antwort vom Polizisten. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Wow, 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 wow. Hast du Angst? Nach der ersten Runde jetzt? Oder geht's? Wow, 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 wow. Okay. Was sagen deine Jungs? Auch nicht? Weil die sind ganz ruhig. Oh. Komm, jetzt mach! Keiner hier im Kreis hat Zeit für dein Drama. Feind von der Polizei, kein gutes Karma. Du wirst gesucht und das heißt, unsere Fahnder interessieren sich mehr für dich als dein leiblicher Vater. Er hofft, er wird reich mit seinem Part. Interessieren sich mehr für dich als dein leiblicher Vater. Er hofft, er wird reich mit seinem Part, denn mit seinen Verbrechen ist er pleite seit Jahren. Egal wo er ist, er kann meistens nicht zahlen. Hättest du einen Rap-Namen, dann wäre es kein Kapital. Verbrecher werden keine Gewinner, sondern liegen eingesperrt und allein in ihrem Zimmer. Du wurdest so oft erwischt, du peinlicher Spinner. Der Richter fragt dich direkt, einmal wie immer. Du willst dich uns echt widersetzen, da wirst du dich allerhöchstens selber verletzen. Schon so oft im Knast, wir werden dich safe wieder catchen. Zelle Nummer 3 ist deine Meldeadresse. All deine Verbrechen sind lahm, denn das schlimmste Verbrechen bleibt echt deine Mom. Sogar Platz und Crips geben sich gerade. Was? Denn das größte Verbrechen, das bleibt deine Mom. Junge, was ist das für eine Line? Denn das schlimmste Verbrechen bleibt echt deine Mom. Sogar Blatz und Crips geben sich gerade die Hände und schließen sich zusammen, um deine Mom zu bekämpfen. Du bist der größte Hund der Welt, aber einer, der nicht beißt, sondern grundlos bellt. Du kommst in den Knast, alles war, was man dir unterstellt. Hier, üb schon mal, dass sie dir nicht runterfällt. Und... Bro, er nimmt es ja voll ernst. Er lacht ja gar nicht. Er ist hier wieder so am Lachen. Von ihm kommt so gar nichts. Er dachte wirklich, dass es alles so ernst gemeint ist hier. Starke zweite Runde vom Polizisten. Warte mal ab! Der Bulle ist weg. Und jetzt kommen wir direkt zu der... Naja, bitte nicht mehr hier Fener Gala Thematik im Chat. Ich gucke mir das Spiel morgen an von Gala, ja. Ich werde mir das anschauen. Aber ich kann das nicht wirklich, das ist so eine Hassliebe, ich will nicht mehr.
mit Fennel, ich kann das nicht mehr. Ich bin wirklich, das ist eine Krankheit. Letzten Runde vom Verbrecher. Let's motherfucking go. Ich sehe seine Jacke, ne? Und ich muss an die Fennel-Farben denken. Das ist so, hier so blau-gelb. Ich kann nicht mehr. Wirklich, ich... Boah. Muss ich mir wieder diesen Müll hier anhören. Ah. Aber warum ist er so steif und lächelt nicht und schreiben, ne? So ernst? Komm mit Blech, auf Gott, komm mit. Und er so voll korrekt drauf, voll cool. Und er so, wie, du hast mich beleidigt. Verzeihen, ein waschechter Fighter, so wie Hamzy Chimaev. Fickt die Polizisten mit Charlie und einer Stillwaffe und macht einen Robocop zu einer neuen Grillplatte. Ich bin der, der skrupellos bist. Der anonyme Hinweis ist, dass du ein Hurensohn bist. Die Bullen befragt mich und ich schweige extra. Und die Finger ab, drücke sind am Arsch einer Schwester. Ich spucke in die Haare, so wie Reikert. Warum bist du auf Nazi-Demo, obwohl du eigentlich frei hast? Komm mit mir, mit A-Do-A Beats. Sogar dein Vater schreit ACAB. Ich war in Berlin, war pures Chaos. Der Polizist lag verletzt blutig am Bahnhof. Dann kam ein Notruf von einem Schwarzkopf. Grit, Polizist hat einen Böller am Arschloch. Ghetto, Ghetto, ich komm Ghetto wie Adonis. Hau auf deine Schädeldecke drauf, bis du tot bist. Du und deine Mutter leben irgendwie erotisch. Der Sohn Blaulicht, die Mutter Rotlicht. Deine Ausrüstung ist doch wirklich Bombe. Auf den Jagd nach Verbrecher, auf den Katakomben. Doch die Ausrüstung nutzte er mit seinem Onkel. Die einzig starke, wirklich Line, so eine starke Line, die ich hier hatte, war Sohn Blaulicht, Mutter Rotlicht. Das war mal so eine Line, die ich so gebraucht habe. Ich dachte, das werden wir jetzt so 4-5 Mal bekommen, aber war irgendwie nicht so. Also ich fand, es war jetzt kein so krasses Battle. Starkes Battle zwischen Verbrecher und Polizist, war Double Up! Was meint ihr, wie fanden sie das Battle? Brauchst du eigentlich Mods? Nein, aktuell ist alles ganz gechillt. Alles ganz gechillt, ganz entspannt. Aber ich hab dich auf dem Schirm, hab dich auf der Liste. Sollte das hier mit Twitch nochmal alles wachsen. Wer von den beiden gewonnen hat und wenn die... Und wenn die beiden nochmal kommen sollten, schreibt es auch in die Kommentare. Vergiss nicht, check 3G Cap, damit unterstützt ihr mein Format. Das abchecken, abchecken. Support ist kein Mod, abchecken. Und ich würde sagen, wir sind raus. Okay, das war's mit dem Battle. Achso, wen würde ich dir das Battle eigentlich geben? Würdet ihr ihm das Battle geben oder ihm das Battle geben, Freunde? Oh jo, was habe ich da bekommen? Kuss, Dankeschön, Master. Ich finde, ich weiß nicht, wen ich das Battle geben würde. Schwer zu sagen. Fand ich jetzt beide nicht irgendwie krass, aber wenn ich mich hier entscheiden müsste, würde ich Polizist sagen. Ich würde Polizist sagen. Ja. Okay, das war's mit dem YouTube-Video, Freunde. Passt auf euch auf jeden Fall Polizist, ja. Macht's gut, haut rein. Und ciao.